Ja, wie man aus sowas sowas machen kann und wofür das überhaupt gut ist, welche Teile benötigt werden, alles das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen auch an alle die, die jetzt das erste Mal neu auf diesem Kanal sind. Und ja, wenn ihr unsere Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr unseren Kanal abonniert. Vielen Dank. Im heutigen Video zeige ich euch mal mein Kamerarig. Und das ist eigentlich die Kamera, wo im Moment gut ein Drittel aller Aufnahmen mitgemacht werden. Das ist auch mittlerweile die Kamera, die ich bei den Roomtouren im Fahrzeug verwende, alle Innenaufnahmen mitmache. Und das ist ein Haufen Zeug, der hier oder das hier verbaut ist. Und das schauen wir uns mal in diesem Video an. Das ist im Grunde nach alles übersichtlich. Ne? Aber wir beginnen mit der Kamera an sich. Das ist die Sony A7S Mark III. Und die ist jetzt ein gutes halbes, dreiviertel Jahr auf dem Markt. Und man kann wirklich sagen, neben der Canon EOS R5 im Moment die angesagteste Kamera am Markt. Hat nur 12 Millionen Pixel, aber sie hat einfach eine wahnsinnige Lowlight-Performance, also bei schlechten Lichtverhältnissen. Ich kann hier die ISO bis auf 40.000 hochdrehen, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Das Ganze mit 4K 120 Frames, super Teil. Das bauen wir jetzt als erstes mal ein in einen Käfig. Ich habe hier von Small Rig mir den ausgesucht. Das Einzige, was ich jetzt für dieses Video nicht abmontiert habe, ist dieser Ledergriff hier. Der kommt von Tilta. Den habe ich bewusst dran gelassen, weil der war unheimlich schwer da dran zu fummeln. Die ganzen Zubehörteile verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox. Wer irgendwie Bock hat, das Ganze mal nachzubauen, findet da nochmal alle Teile. Das Schöne bei Small Rig ist, hier sind die Werkzeuge immer direkt am Gerät. Und als erstes werden wir jetzt mal die Kamera hier einsetzen. Wozu brauchen wir so einen Käfig? Wer die A7 jetzt hier sieht, der wird feststellen, da gibt es außer dem Blitzschuh keine Möglichkeit, irgendwelche Zubehörteile ranzusetzen, und dazu brauchen wir halt dieses Teil hier. Jo, die Kamera kommt hier rein und wird dann von unten verschraubt. Das Ganze wird dann hier an der Seite nochmal fixiert mit einer Schraube. Auch das setzen wir da mal rein. Ja, die grundsätzliche Frage, warum macht man so einen Aufwand mit einem Kamerarig? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Je schwerer eine Kamera ist, umso ruhiger liegt sie in der Hand. Wenn ich mit einer, wie jetzt hier vorne, mit der A7C filmen würde, das ist immer ziemlich wackelig. Gut, jetzt hat dieses 20mm Objektiv, was da jetzt drauf ist, auch keine Bildstabilisierung. Das ist hier bei dem Objektiv anders. Ja, das ist auch direkt das nächste. Das ist tatsächlich mein Brot- und Butter-Objektiv. Das ist ein Sony Zeiss 16-35mm f4.0 mit einer internen optischen Bildstabilisierung. Als erstes kommt jetzt hier ein sogenannter NATO-Mount. Warum der NATO-Mount heißt, fragt mich bitte nicht. Keine Ahnung. Hat mit der NATO mit Sicherheit nichts zu tun. Den montieren wir hier oben hin, weil der wird dann nachher die Grundlage für den Griff, da vorne den. So, das hätten wir dran. Als nächstes wollen wir die Kamera, ja, ich sag mal, trotz allem noch abmachen können von dieser ganzen Grundhalterung. Und dazu habe ich mir hier so eine Wechselplatte ausgesucht. Die sitzt hier unten auf einer Basisplatte. Das hier mal mit einem Druckknopf, und die kann ich dann rausnehmen. So, die hat auch
zwei verschiedene Schrauben, sodass das hier unten wunderbar reinpasst. So, einmal. Wichtig ist, dass man hier diese erste Platte an der Kamera mit zwei Schrauben festmacht, damit sich das nicht verwindet. Ich habe das schon teilweise beim Gorillapod von Joby, dass der sich dann an der Kamera unten dreht. Und das macht dann auch keinen Spaß. Die kann ich jetzt auch nehmen und kann sie tatsächlich auf einen Stativkopf setzen oder auf einen Gimbal. Aber wir wollen ja noch ein Stück weiter. Das heißt, diese Platte kommt jetzt hier unten dran. Hinten einfahren. So. Als nächstes müssen wir den sogenannten Rodhalter bauen. Der Rodhalter bzw. die Rods, das sind hier diese Alu-Röhren. Die brauchen wir nachher unter anderem, um den Follow-Focus festzumachen. Was das ist, wofür der gut ist, sage ich gleich. Aber als erstes brauchen wir das hier. Na, da seht ihr, da sind hier die Löcher drin, um nachher diese Röhren festzumachen. Auch das hier kommt wieder mit zwei Schrauben. Und das setze ich einfach hier unten erstmal drauf. Ja, wenn man mir zu Beginn von Avanti on Tour gesagt hätte, dass ich mal mit so einem Equipment hier filmen würde, ich hätte ihn für verrückt erklärt, aber es macht Spaß und vor allen Dingen bin so ein Spielkind. Ne? Ich kann mir jetzt bei euch eine Frage vorstellen, die jetzt überall über den Köpfen schwebt. Dirk, braucht man das? Nein, natürlich braucht man das nicht. Man kann YouTube auch mit wesentlich einfacheren Mitteln machen. Das ist überhaupt kein Thema. Da kann man auch erfolgreich mit sein, kann große Kanäle mit aufbauen. Guckt euch Aki an, guckt euch Jens an von Wenn Amerikaner. Das geht auch mit einfacheren Mitteln. Aber wie gesagt, ich habe halt so einen Spieltrick. Und ja, jetzt kommt hier unten nochmal eine Platte dran, um dieses ganze Gebilde, wenn ich es nachher fertig habe, auch auf ein Stativ setzen zu können. Ich habe hier mal so einen Stativkopf. Da soll das Ganze auch hier oben drauf passen. Und deswegen kommt hier unten so eine Platte hin. Ja. So sieht die aus. Auch wieder klar mit zwei Schrauben. Ansonsten verwindet es. So, jetzt nimmt das Ganze schon mal Form an. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Griff hier oben. Das ist auch ganz schön. Das kommt alles bis auf wenige Ausnahmen von Small Rig. Den setzt man hier rein, dreht den fest. Und wenn man jetzt das Bedürfnis hat, das Ganze noch mal ein bisschen nachzuziehen, findet sich hier an der Seite noch mal ein Imbus. Und dann kann man hier diese Schraube auch noch mal nachdrehen. Die Dinger, die machen dermaßen Geräusche, deswegen setzen wir die jetzt mal hier unten ein. Ich mache es aber noch nicht ganz fest. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich sie nachher von der Länge brauche. Nochmal rein. Und dann haben wir das schon. So, an die Seite kommt jetzt auch noch ein Griff. Aber bevor wir den festmachen, müssen wir das HDMI-Kabel verlegen. Denn ich habe neben dem normalen Monitor, der hier bei der A7S III auch als drehbarer Monitor gehalten ist, habe ich nochmal zusätzlichen Monitor. Das ist der Atamos Shinobi. Wofür wir den brauchen, zeige ich nachher auch mal. Da wir mittlerweile alles komplett manuell filmen, also auch manuell scharf stellen, manuell die Belichtung machen, ist es einfach schöner, man hat noch einen größeren Monitor. Und den setzt man ganz einfach hier oben rein und dreht ihn fest. Das ist alles. Das Ganze läuft über HDMI. Und das Schöne an der Sony A7S III ist, die hat einen vollwertigen HDMI-Port hier an der Seite. Also nicht irgendwie so ein Mini-HDMI, sondern das ist ein richtiger HDMI-Port. Und den wollen wir jetzt anschließen. Damit aber das Kabel hier nicht so wackelig von außen drin sitzt, gibt es noch einen sogenannten, ja, so eine Klemme, wo dann das HDMI-Kabel mit festgeklemmt wird. So, und den setze ich hier einfach mal dran. Ja, und das Kabel führen wir hier einfach ein, an der Seite, zack, und drehen
das Ding hier fest. Ja, weil dann ist das, dieses HDMI-Kabel hier wirklich fixiert. Man kann jetzt auch nochmal hingehen, kann das hier nachdrehen, dann ist das wirklich auch fest. Jetzt haben wir einen Griff hier an der Seite, jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwas hier an der Seite, was das Ganze ein bisschen unterstützt. Da haben wir den hier für, der wird hier unten einfach eingeführt, wird festgedreht, fertig. Ja, so langsam nimmt das Form an, jetzt kommt das Mikro. Da sind wir im Moment so ein bisschen am Wechseln von Rode zu Daiti. Da an der Stelle vielen lieben Dank an Kai von Travel Camping Living. Der hat das Ding als erstes getestet. Das ist ein Duo-Mikrofon. Es hat vorne und hinten ein Mikro. Das heißt, ich kann es einfach umschalten und muss nicht immer das Mikrofon umbauen, wenn ich von hinten jetzt reinreden will. Ich schalte dann einfach das Ding nach hinten und quatsch von hinten rein. Jo, und das setzen wir mal hier hin. So, und stöpsel das hier oben in die Kamera. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier schon eine Möglichkeit, das Ganze so in der Hand zu halten oder auch mal so zu schwenken. Jetzt kommt das nächste. Das ist einmal der Follow-Focus. Das ist das Ding hier. Und die Mattebox. Das ist insofern ganz schön, weil ich kann mir hier, zeige euch hier mal eine Szene, wo ich mit zwei Fokuspunkten gearbeitet habe. Ich kann mir die Fokuspunkte vorher angucken und kann den Fokus einstellen, hier an dem Handrad, und kann den hier über so einen, ja, über so einen kleinen Pinübel fixieren. Stelle mir dann den zweiten Fokuspunkt ein, nehme den zweiten Pinübel, mache den fest und kann jetzt in der laufenden Aufnahme einfach zwischen diesen beiden Fokuspunkten hin und her wechseln. Ja, ne, seht ihr hier in diesem Beispielvideo, da kann man schön zwischen diesen beiden Fokuspunkten hin und her wechseln. Der kommt jetzt auch noch dran, aber dazu muss ich als erstes den Fokusring, den es hier am Objektiv gibt, mit so einem kleinen, ja, so einem Gummiding hier einbauen. Das ist wie so eine Art Zahnrad, dem Grunde nach. Ne? So. Ja, jetzt haben wir hier dieses Ding drum und das dreht sich wirklich jetzt mit dem Fokusrad, dreht sich das runter mit. Jo, jetzt kommt der hier unten rein und wird hier fixiert. Ja, das heißt, ich kann jetzt an der Kamera den Fokus des Objektivs hier drehen. Als nächstes kommt jetzt noch die Mattebox dran. Das Ding muss man sich eigentlich vorstellen. So sieht das aus, wenn es aufgemacht ist. Das muss man sich vorstellen wie eine Schirmmütze für die Kamera. Und das erfüllt eigentlich den gleichen Zweck wie eine Schirmmütze auch. Die Schirmmütze hält halt die Sonne ab, direkt in die Augen reinzustrahlen. Und das Gleiche macht die Mattebox auch. Die hält halt praktisch hier vorne das Objektiv immer so ein Stück weit im Schatten. Ja, das heißt, wir haben dann auch keine Verzeichnungen drin, irgendwelche Blenden drin von der Sonne. Dafür haben wir das Ding. Das kommt jetzt hier vorne dran. Dazu brauche ich aber als erstes, der ist hier hinten dran, den Adapter. Der wird hier vorne aufgeschraubt. Das kommt jetzt auch genau wie der Follow Focus von Tilta. Den setzen wir hier dran. Das ist ein variabler ND-Filter. Das muss man sich dem Grunde nach vorstellen wie eine Sonnenbrille fürs Objektiv. Da wir ja hier auf der Kamera mit der 180 Grad Shutterregel filmen, das heißt, ich habe eine Verschlusszeit in der Regel von 1/60, weil ich mit 30 Frames per Second filme. Und das gibt halt manchmal dann wirklich Probleme, da muss ich abdunkeln und das geht wirklich am einfachsten hier mit einem variablen ND-Filter. Man kann selbstverständlich bei der Mattebox hier auch noch mit großen Filtern arbeiten. Die passen hier auch rein, aber die kosten Schweinegeld. Von daher, so, der kommt jetzt dran. Dann hier festgedreht.
Ja, und damit hier vorne die Rods einigermaßen zusammenhalten, kommt jetzt noch dieses Teil rein. Das setze ich hier einfach davor. Das gibt dann nochmal dem Ganzen ein kleines bisschen Stabilität. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt zeige ich euch mal noch, wofür der Monitor hier oben gut ist. Ja, so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Das heißt, ich habe zwei Monitore. Unten links auf dem Monitor, also hier, habe ich eigentlich alle Kameraeinstellungen, Verschlusszeit, Blende, Weißabgleich, ISO-Wert und so weiter. Das kann ich da unten sehen. Ja, und das Schöne ist tatsächlich hier unten links im Bild, seht ihr das gleiche Spektrometer, was ich auch in der Schnittsoftware habe. Und das habe ich euch mal in einem anderen Video vorgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und mache das Ganze heller, dann seht ihr, wie diese Grafik so langsam Richtung 100 hochkommt. Ja, und wenn ich es jetzt zu viel mache, dann merkt man direkt, dann kippt es. Also gehen wir hier wieder runter. Ja, bis zu dem Wert. So würde mir das eigentlich ganz gut gefallen. Auch das ist eine Möglichkeit, die habe ich dann über diesen Monitor hier oben. Alles das, was ihr jetzt violett seht, ist im Fokus. Das heißt, wenn ich das jetzt verstelle, was natürlich hier drin bei einer Blende von 4.0 nicht mehr machbar ist, dann würde alles das, was nicht im Fokus ist, nicht mehr diese violette Farbe haben. Aber ihr seht jetzt mit Blende 4, selbst wenn ich hier rübergehe, selbst der Whisky hier vorne, rechts im Bild, wird direkt fokussiert. Also das funktioniert mit dem Monitor auch recht gut. Und das macht es halt wesentlich einfacher, als das Ganze nur unten über den Kleinen zu kontrollieren. Ja, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das war für euch ein kleines bisschen interessant. Nicht jeder kann sich für so Technik begeistern, ja, wie das beispielsweise Kai oder ich tun, die da immer irgendwas Neues ausprobieren müssen. Aber es macht einfach Spaß. Und ja, wenn man natürlich mit so einem Ding über eine Messe läuft, ich bin jetzt mal gespannt in Düsseldorf, wie dann abends der Arm aussieht, ne? Aber das lässt sich auch zum Handeltraining wunderbar nutzen. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem technischen Overkill. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos ganz sicher wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.